gucken wir uns das Video an. Jo Digi, hier gilt 2G. Gott, das war mein letzter Rülpser aller Zeiten, Digga. Ich hab noch nie in meinem Leben so lange gerülpst. Was läuft, willkommen zum... Das war ja voll das Oldschool-Fortnite-Intro, Digga. Nächsten Video. Also, und in einer Partnerschaft denselben Musikgeschmack zu fühlen, denselben Musikgeschmack Geschmack zu haben, ist so viel wert. Das wurde doch zurechtgeschnitten, das war niemals so, Digga. Weil mein Partner MMOGA, Digga, das war ja völlig lost. Bei meinem Partner Instant Gaming gibt's das Game of... Hat Instant Gaming bestimmt sehr gut gefallen, Casti. Kostenlos, nicht kostenlos. Digga. Heute wieder ohne sinnvolle Reden. Wie alt warst du nochmal? 14. Ach krass, du klingst älter. Ich hab morgen Geburtstag. Alter, ja. Wie alt wirst du? Ja, 15. Ja, das stimmt. Hä? Romatra unterwegs in Thailand. Ist das Romatra? Hör, was ist mit dem passiert, Digga? Nein? Unterwegs in Thailand. Das ist Thos, Romatra. Du meinst Pretty Boy auf Höhen? Ja, geil. Du meinst Pretty Boy? Ja! Also von der Software. Bruder, ich werde nicht wiederkommen. Digga. Software vom Betriebssystem finde ich Android wesentlich schlechter als Apple. Du hattest ein billiges Android-Handy, also Big Mac, Digga. Wie kommst du da drauf, dass ich ein billiges Android-Handy hatte, Digga? Ich hatte zu dem damaligen Zeitpunkt das... Ist so, Big Mac, wie kommst du da drauf, Mann? Sony Ericsson, ich weiß nicht mehr, Z4, Z3. Ja, Digga, was soll die Scheiße? Das war damals, Junge. Da war das Topmodel. Die tun jetzt so, als wäre ich mir das 10 Jahre später gekauft. Damals war es ganz neu, Mann. Kochstream kommt dieses Jahr. Safe. Sobald ich in der neuen Wohnung wohne, kommt der Stream, ansonsten 10.000 Subgift. Auf dieses Wort könnt ihr euch so verlassen, wie als ich das bei GVP gesagt habe, ich spiele nie wieder drauf. Also gar nicht. Hast du eigentlich schon die 10.000 Subgifts an deine Community verschenkt? Manchmal musst du einen Schritt zurückgehen, um 2 nach vorne zu gehen. Zwei Schritte zurückgehen, um 1 nach vorne zu gehen? Das ist auch eine gute, das ist doch richtig. Bitte. Ah. Pass, Bruder. Wie ging denn der Sport nochmal, Philipp? Wie geht denn der Sport nochmal? Meinst du, musst du 2 Schritte zurückgehen, um 1 Schritt vorzuzugehen, oder wie ging der nochmal? Oder meinst du, musst du 2 Schritte vorgehen, um 1 zurückzugehen? Das macht ja auch so keinen Sinn. Keine Ahnung. Fragst mir jetzt echt Sachen, ey. 1 Schritt zurück, um 2 vorwärts. Ja, hab ich doch gesagt. Ich bin ready. Digga, wie kann man so los sein? Einfach knallziehen. Einfach wieder heute ohne Headset spielen. Ich hab den Kugelwerfer hier. Rede doch, Digga. Das ist Free Cash für dich, Digga. Der hat gesagt, wenn er in Travis Runde kommt, er grüßt mich, Digga. Ich würde bis zum Ende campen, Digga. Und den letzten einfach holen, Digga. Weil das wäre ja Free Cash, Digga. Weil alle anderen so landen so aggressiv, Digga. Ich guck immer deine Videos, Digga. Und jetzt einfach so entspannt zocken, Digga. Ich guck die ganze Zeit schon Spymax, Digga. Das ist schon heftig, Digga. Also ehrlich, Digga. Ich rede heute gerade erst mit jemandem, Digga. Der hat, also zwar heute in der Früh oder so, der hat gesagt, so was für Cringe manchmal da reinkommen, so. Und ich hab nie gedacht, so dass ich in deine Runde so komme. So, das ist auch richtig komplett zufällig, Digga. Und dann einfach du, Digga. Einfach neuer Apparat. Ja, ich würde mir auch nochmal in der Folge Random Duos sehen, so ist es nicht. Aber da müsste ich es vermutlich über den PC machen, weil über PC und Headset umschließen und so ist immer so kompliziert. Über PlayStation meine ich. Muss mal gucken, mal abwarten. Digga. Flash. Und durch. Warte, Kev, schau mich mal an, warum siehst du aus wie Silo? Oh Gott. Oh mein Gott, warte, schau mal so. Die Sonne scheint, denn die Klingel, Sigi ruft an. Digga, du siehst aus wie Silo. Oh ja, Digga. Natürlich alles legitim 50 gefahren, ne? Hinten fliegt. Ja. Alter, brutal die Börse. Da sind wir auf Autobahn gefahren. Komm, so, ich fahre nicht mehr auf die Autobahn.
Ja, Bruder, was soll ich sagen? Passiert mal, ne? Huch. Da habe ich versprochen, wir kamen gerade von der Autobahn. GG, wer bin ich? Was passiert jetzt? Ach so, das hat er reingeschnitten. Ich hab's nicht. Ich dachte, du hast gerade was leiser gedreht. Dann will ich, dass einmal, wenigstens für eine Sekunde, eine Helmbombe drin ist. Nur, dass die Leute nicht denken, dass ich komplett beschränkt bin in dem Spiel, okay? Ich meine, wenn ich jetzt auf meinen Kanal gehe, Bro, und check auf Clips die letzten 30 Tage, da muss ja irgendwo eine Helmbombe drin sein. Weißt du, was ich meine? Hier. Ach nee, das ist... Wenn man nicht gut spielt, können auch keine guten Clips sein, Digga. Oh mein Gott, wie konnte das verkacken, Digga? Das hätte selbst ich getroffen. Gut, ich glaube, wir gehen in Formel 1. Einmal weg von der Tür, bitte. Ich kann nicht aufmachen da hinten. Einmal weg von der Tür, bitte wegtreten. Jo, Digga, hier im Bus gilt 2G. Habt ihr hier überhaupt eine Sitzordnung? Wo sitzt denn die Jury? Made it out the street, made it out the beef. Und ja. Dann geht die Jury los, Alter. Ja, ich halte hier 3 Plätze frei für die Jury. Alles klar, Chip. Oder was ist los, Mann? Und ich liebe Steine. Steine, ich könnte euch stundenlang erzählen, warum Steine so geil sind, aber Steine machen nichts dreckig, Steine brauchen keine Pflege, Steine brauchen kein Wasser, Steine sind wetterfest, du kannst sie nach draußen stellen, du kannst sie nach drinnen stellen. Steine sind lecker, ich lecker an Steinen, lecker. Steine sind einfach Baba. Wer leckt denn an Stein, Junge? Da hat ein Typ gerade gesagt, Steine sind besser, er leckt an Steine. Ja, er leckt die Steine. Ja, ja, die Steine. Also nein, richtige Steine, nicht die Cracksteine. Voll Dolly, Mann. 12 Minis, also später, wenn du im Kampf... Es gibt Menschen, das ist unglaublich. Ja, der Typ war mir schon immer suspekt, auch der es gesagt hat. Wisst ihr Bescheid? Okay. Bevor Vater Staat sich wieder einkackt. Ah, oh, mit 3R, perfekt. Wir hatten heute sehr, sehr viel zu tun. Deswegen bitte ich Sie, ruhig zu bleiben. Und Sie auch, Herr Kollege. Ja? Okay, Formel 1 Monaco rennt gerade hier. Ist doch okay, bitte. Wir schalten live zum Monaco Rennen. Ja, lass mich mal vorbei, blaue Flagge, Bro. Ja, ich lass dich. Oh. Die hauen einfach eine Party rein und der eine zockt Fortnite. Welcher Tag ist denn heute? Heute ist Dienstag. Alle sind am Saufen und Kiffen heute. Das ist eine Corona-Party, das muss ich melden. Und jetzt schlagen Jugendschützer Alarm. Es gibt zum Beispiel zu wenig Chips. Deshalb weniger Konsolen. Verkauft dir irgendjemand eine PS5, by the way, irgendwer? PS5? Hinter mir stehen einfach 3, weil ich reich bin. Und das ist das Razer Blade 17 Zoll. Das Allergeilste am Bildschirm ist, er hat auch Touch. Das heißt, wenn wir gleich eingeloggt sind bei Windows, kann ich euch das zeigen. So, auf jeden Fall. Perfekt, Windows. Der Vorführeffekt. Also Bluescreen ist auch wirklich die unnötigste Erfindung aller Zeiten, Digga. Das ist eine ganz berühmte Sängerin. Wer ist das? Dua Lipa? Hä, wer ist Dua Lipa? Bro. Hab ich auch noch nie gehört. Was? Irgendjemand hat vor, bevor ich die kleine Pause gemacht habe, auch 10.000 Bits gespendet. Die habe ich einfach nicht vorgelesen, Digga. Man kennt ihn doch, Mann. Ich habe auch gesehen, Wadi Tim hat auch mal vor 1,5 Monaten, 2 Monaten 500 Euro gespendet. Die habe ich nicht mal vorgelesen. Also ich habe sie vergessen halt vorzulesen, Digga. Naja. Tripalowski, du. Tripalowski. Saufen! Morgens, mittags, abends, hier mal saufen! So, wieder eine richtige Sch-Folge. Guten Style. Liebe Chicken. Ja. Digga, was ist denn das für eine unnötige Scheiße da jetzt mal noch? Dicke Lippen. Ja, okay. Also wer auch immer dieses scheiß Bild gemacht hat, Digga, soll in der Hölle schmoren. Wer hat dieses Bild gemacht, Digga? Welcher Nuttensohn war das? Was soll die Scheiße, Digga? Das ist nicht original, Alter. Das ist nicht original. Nee, verpisst euch, das ist nicht original, Alter.
Gute Folge. War eine gute, geile Abwechslung heute drin, Digga. Gute, geile Abwechslung.